Previously on the Walking Worst. Ich sehe es langsam überhaupt gar nicht mehr. Machen wir wieder ein bisschen Fotografie. Ich denke, da ist wieder ein gutes Plätzchen, um das Thema Fotografie wieder mal ansprechen. Überlebenstipp Nummer 6 wahrscheinlich. Ich habe es ein paar Mal falsch gesagt, ich weiss es. Aber das Mal ist es 6. Machen wir das Intro. Es ist auch wieder schon der 6. Überlebenstipp. Der Wahnsinn, wie das vorwärts geht. Wir haben schon ein paar Themen miteinander behandelt. Ich will mal aufzählen, was es alles war, dass wir es wieder ein bisschen präsent haben. Es sind Objektive haben wir angeschaut. Locations haben wir angeschaut. Ein kleiner Photoshop-Bereich haben wir angeschaut. Langzeitbedichtungen und die analoge Fotografie. Und im heutigen Video, sage ich mal, gehen wir etwas weiter als die Fotografie. Und nämlich sind das fotografieübergreifende Projekte. Wenn ihr euch jetzt da nichts darunter vorstellen könnt, ist ganz normal. Es ist immer ganz einfach. Es geht nämlich ums Filmen. Ein bisschen etwas anderes machen als Fotografie, sich weiterbilden, ein bisschen einen anderen Bereich anschauen. Da haben wir zum Beispiel die Vlogs, die sehr intensiv populär im Moment sind. Dann haben wir so eine Serie eben wie der Walking Horst. Dann natürlich kommen dann noch Tutorials dazu. Es ist so ein bisschen erklärt, was so ein bisschen passiert oder wie so Technik funktioniert. Und dann gibt es nämlich eine Aufnahmeart. Es geht ins Filmen nie, aber man nennt das Timelapse oder Zeitraffer.
ist eben noch spannend, ihr verbindet eigentlich mit dieser Zeitrafferaufnahme, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man mit einer Spiegelreflexkamera arbeitet, verbindet ihr Film und Fotografie. Ich sage mal, mit diesen übergreifenden Projekten zeigt ihr auch an eurem Kunden oder euren Fans, zeigt ihr, dass ihr sehr vielseitig seid. Natürlich ist das nicht nur für die Fans etwas Hurenlässiges, sondern auch für euch, ihr könnt euch weiterbilden. Es gibt natürlich zwei Möglichkeiten, eine Zeitrafferaufnahme zu erstellen. Einmal die ganz unkomplizierte ist, wenn man normal filmt und den ganzen Film schneller abspielen lässt. Wenn ihr natürlich noch mehr wollt, detaillierter über einen Timelapse erfahren, dann googelt das! Und dann gibt es eben die zweite Möglichkeit, um so eine Zeitrafferaufnahme zu machen, ist nämlich mit einzelnen Aufnahmen. Und das heisst eigentlich, ihr macht über eine gewisse Zeitspanne, sagen wir mal über eine Stunde, macht ihr mit eurer Kamera jede 5 Sekunden ein Bild. Da könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Bilder ihr schlussendlich habt. Und dann könnt ihr die Bilder aneinander anreihen. Und dann gibt es natürlich auch einen Film. So habt ihr natürlich die Möglichkeit, jedes einzelne Bild zu bearbeiten, aus jedem einzelnen Bild so ein bisschen alles Mögliche rauszuholen mit der Photoshop-Bildbearbeitung. Und zu retuschieren wäre es natürlich auch möglich. Ist es eben auch noch, dass ihr eine extrem hohe Auflösung habt in dem Film. Wahnsinn, Wahnsinn. So. Also, der Tipp 6, Überlebenstipp in der Fotografie. Fotografie übergreifende Projekte realisieren. So zeigt er Vielseitigkeit. Vielseitigkeit, wenn man im Schweizerdeutschen sagt. Und so könnt ihr euren fotografischen Wissenshorizont erweitern. Fantastisch! Und jetzt ist natürlich wieder mal die Frage, was ich da im Wald draussen mache. Das schießt mich rein. Ich will zuerst mal weg. Nummer 6. Wahnsinn, was da wieder passiert ist. Ihr wisst es, es ist leider schon wieder vorbei. Aber am nächsten Sonntag kommt nämlich schon 7. Sydney. Druck gefällt mir am besten und teilt es mit euren Kollegen und am allerbesten abonniert ihr noch meinen Kanal. Das würde mich sehr freuen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen miteinander. Adieu.